1,37. Ach, vielen Dank, Jason. Und eventuell müsste ich mal wieder meine Pokémon heilen. Das wäre eine Option. Was war dein Starter bei Pokémon Snakewood? Was gab es denn als Starter? Es gab Smogon. Es gibt Paras. Und was gab es noch? Smogon, Paras. Was gab's? Was war der dritte Starter in Snakewood? Ich weiß nicht mehr. Ja, der wurde mir gestern erzählt. Ich glaube, der war sogar... Dein Ernst? Dein Ernst, Golem? Kannst du nicht wieder einfach ins Wasser tauchen wie bei Feuergrün? Geht das nicht? Mann! Und Raichu wird von Oma in den... Oh Mann. Ich habe Pupanze genommen, genau. Ich habe Pupanze genommen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Pupanze einfach am coolsten von allen drei. Boah, Megatroll. Nee, das hast du jetzt nicht gesagt. Das hast du jetzt nicht gesagt. Oh. Oh, das hast du jetzt nicht gesagt. Moment mal, habe ich jetzt hier irgendeinen Weg? Bin ich jetzt hier irgendwie falsch? Nee, aber ich muss halt wieder meine Pokémon heilen. So geht das nicht. Und ich muss mal echt schauen, wo ich meine Pokémon oder neue Pokémon fangen kann. Ach, unnötig. Pupanze war ein Starter. Oh ja. Ich begreif's nicht. Ich begreif's nicht. Son Goku oder Madara? Son Goku natürlich, hallo? Son Goku mit Madara vergleichen. Ich glaube bei der Hardball. Ah, ich bin gerade überlegen, habe ich vielleicht irgendwas auf der Box, was ich reinnehmen kann? Ich weiß nicht. Ich hätte mal gerne wieder Lust auf ein neues Teammitglied. Lutzuk. Ah, wenn dieses harte Wesen nicht wäre, gerne. Gute Frage, was nehme ich rein? Habt ihr einen Vorschlag, wo ich Pokémon fangen kann, wo ich aber auch hin kann mit meinem jetzigen Team? Dann schlagt es doch gerne vor. Aber es sollen Pokémon sein, die ich jetzt schon fangen kann. Würde mich sehr freuen. Oh Leute, nein, bitte, bitte. Ich wusste, dass ich das heraufbeschworen habe. Oh nein. Hört auf mit diesen Jokes, bitte. No. Luftkopf. Ich begreife es nicht. Piu. Kennst du Pokémon Glaze? Ja, Pokémon Glaze müsste ich auch mal in einem Livestream, als Livestream-Let's Play machen. WhatsApp habe ich drin, aber das... Nee, WhatsApp, ich habe schon Elektro-Pokémon. Deswegen ist WhatsApp halt so. Und bei Absol habe ich schon einen Unlicht-Pokémon im Team. Ein Kramhuchs? Ja, ich habe schon leider einen Unlicht-Pokémon. Das hätte ich Kramhuchs gerne genommen. Glaziola. Kann ich schon Glaziola kriegen? Geht das schon? Da war für einen kurzen Moment die Brücke weg. Habt ihr das gesehen? Die Brücke war weg. Endo finito. Hast du nur. Ja, ich habe auch noch das Ei. Ich habe aber keine Ahnung, was da drin ist. Schon wieder irgend so ein Troll-Pokémon. My dream is to be the best Pokémon, flying Pokémon Trainer in the world. Glaziola, Glaziola oder Folipoba? Gegen beide eigentlich. Also hätte ich gegen beide absolut nichts. Rege, weißt du etwas über die schwarzen Löcher beim Fliegen? Ja. Was soll damit sein? Ich weiß halt das, was auch schon in der Korokoro stand. Irgendwie sind wir jetzt gerade ein bisschen overlevelt. Ein bisschen ist gut. Wir sind mega overlevelt. Ja, hallo, Strange Abenteurer. Oder Abenteurer. Doch, Strange Abenteurer. Ja, aber wo kriege ich denn ein Riolo DJ Estate? Wenn du weißt, wo es ein Riolo gibt, dann könnte ich gerne mal ein, hier. Lucario mit ins Team nehmen. Weil, wie gesagt, es sollen Pokémon sein, die ich auch schon in dem Spiel fangen kann. Alter, Carpador, nein, bitte, hör auf. Was ist gebildet und hängt an einem Ast? Ein Gymnasiast.
An einem Baum, Verzeihung. Also wenn du mir sagst, wo ich einen Riolo fangen kann, dann würde ich das sogar gerne machen. Okay, mein Gegner ist ziemlich schlau. Er hat erst Nasty Plot benutzt, um dann mit Dunkelnebel seinen Nasty Plot Boost zu negieren. Ich google mal nach, alles klar. Wenn ich schon Riolo fangen kann, das wäre schon ziemlich geil. Bei Lucario habe ich, glaube ich, in den Let's Play auch. Doch, habe ich. Ich habe den Next Uri gehabt. Ja, Pokémon Bloody Platin. Das ist Pokémon Zeta und Omikron. So, jetzt wo die Essen, so eine kleine Pause ist, die Mods, die schlafen hier anscheinend. Da kann ich ja nochmal den hier raushauen. Für euch. Falls es jemand interessiert, der mich nur vom Stream her kennt. Vielleicht auch mal auf Twitter vorbeischauen möchte oder die Facebook-Seite liken will, dann könnt ihr ja mal hier vorbeischauen. Hey, hol bitte einen Butananda oder Kapador. Shiny. Ah, ich weiß nicht, mal schauen. Kapador Shiny wäre schon ganz cool. Ach nee, Midna, halt doch mal auf. Danke. Basi ist da, du träumst. Spaß. Was? Ich bin doch nicht eingebildet. Ich sehe doch nicht eingebildet aus, oder? Was? Was? Warum sehe ich eingebildet aus? Herzschmerz. Ich bin doch nicht eingebildet. Würdest du eventuell ein Pokémon XD Let's Playen? Wäre eine Option. Also gegen Pokémon XD hätte ich absolut nichts. Na, ich hoffe, ich kann flüchten. Wonder Cave, Orbic Cave, Quake Cavern. Okay, was sagt Pokégear? Meteor Landing. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wonder Cave. Circle of Power, was? Mount Nova, was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Jason. Müsste ich mal schauen. Aber bis 8 Uhr hatte ich eigentlich so als Ziel gesetzt heute. Was? Was ist verliebt? Er träumt von Taylor Swift. Wann kommt die Kuroko von November raus? Höchstwahrscheinlich so um den 10. rum. 10. Ja doch, 10. Also immer so gegen den 10. rum. Ist eigentlich ganz gut. Wenn man das so als Datum nimmt. Riolo gibt's in der Höhle der ersten Arena, wo du Haaland herrschst. Ah, okay, okay. Da werde ich mal jetzt gleich da reinschauen. Bin ich da einem Riolo begegnet? Ich glaube, ich werde mir jetzt tatsächlich eins fangen. Schaust du TVD? Ja, ich schaue mir die Episode morgen Abend dann in Ruhe an. Ich grüße jetzt einfach mal... Achso. Ja, du kannst natürlich die Leute gerne grüßen. So, Johnny wurde besiegt. Johnny Abati! Aus Angela Anaconda. Okay. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Können wir mal mitten mal wieder trainieren. Guten Appetit, Akin the Real. So, wo sind die Tränke? Supertrank, da. Egal wie langsam du bist, Fleckmon wird slow, Bro. Nee, ich hatte für Riolo eigentlich einen anderen Namen. Ich möchte nämlich in diesem Let's Play eigentlich... Oder eigentlich hatte ich vor, nicht die Leute hier nach Zuschauern zu benennen. Eigentlich. Wäre aber eine Option für zwischendurch. Da mache ich es ja. Aber Lucario ist leider reserviert für jemanden. Da muss ich echt enttäuschen, weil das Lieblings-Pokémon von einem Bro von mir ist. Und der wollte schon der wartet einfach darauf, dass ich einfach ein Pokémon so nenne. Und da, ich kann ihm nicht das Herz brechen, wenn ich das jetzt nicht mache. Weißt du? Ich hoffe, du verstehst das. Du kannst bestimmt ein anderes Pokémon dafür sein. Keine Sorge. Nenn ihn Peter. Nein, ich nenne ihn nicht Peter. Peter das Lucario. Alles klar. Und nochmal Penetration, unser Community Move. Penetration. Riolo gleich Fokker. Nein. Was? Eigentlich meine ich nicht dich, Fokker, nein. Ich meinte jemand anderen. Jemand oder einen asiatischen Mitbürger unsererseits. Stopp. Ja! Soccer, Gamer Knight LP hat recht.
Ich meinte Circa. Unser asiatischer Mitbürger. Oh, Donphan, cool. Geil, Donphan, was ist da los? Regi, magst du Roger Klotz? Roger Klotz ist cool. Oh, Stalobor! Cool. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nicht Lucario vorgeschlagen hättet, ich hätte Stalobor genommen, ganz ehrlich. Scheiße. Funfi gibt's auch, richtig süß. Funfi, Funfi! 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 Ja, ich sag's ja, ich bin der Pokémon-Flüsterer. Hallo, Team. Team Antiten Gukaos. Was? Sorry, ich kann das nicht lesen. Das ist ein bisschen zu high für mich. Und wir sind jetzt in Treeder Town. Okay. Gute Start oder guter Zeitpunkt, denn jetzt können wir einfach mal eben fliegen. Fly nach. Wie hieß die erste Stadt nochmal? Wo haben wir gestartet? Da haben wir gestartet. Wir müssen nach Fianga Town, glaube ich. Was? Morgen Klassenarbeit? Dann drücke ich die Daumen, Trabzon. Auf dass du eine gute Note schreibst. Und danke, dass du da warst. Besser Witz der Welt. Rie fing mal einen Schlapper. Du lachst, ne? Aber für X und Y muss ich eins fangen. Ja, das war schon sehr schlimm. Nee, das ist die falsche Stadt. Das ist nicht die Stadt, zu der ich hin wollte. Wie hieß die Stadt, wo wir hin müssen? Sarivar Town? Superior City war es. Superior City war es. Doch. Team Anti-Tengu Chaos. Ah, okay. Team Anti-Tengu Chaos. Okay, das klingt gut. Regi, mein Freund. Hallo, Druggy. Kannst du mir ein Anime empfehlen? Nein, ich bin absolut nicht der Anime-Fan. Oder Anime-Kenner. Ihr habt alle morgen wieder Schule. Oh Gott, ihr tut mir so leid. Aber egal, ich muss morgen zum Arzt. Ist auch nicht besser. First Try, Leute. First Try. Da haben wir gleich ein Riolu. Ein Riolu. Und mal gucken, ob das auch gleich im Ball bleibt. Welches Mega-Pokémon gefällt dir bis jetzt am besten? Ich glaube, damit meinst du höchstwahrscheinlich die, die jetzt neu sind. Und von den neuen gefällt mir ehrlich gesagt, Dings am besten. Dings hier. Wie hieß das? Slowbro und Brutalanda gefallen mir am besten. Also, Lamus und Brutalanda. Regi, wenn du in Bremen bist, ist das in meiner Vorabi-Zeit, aber YOLO. Warum hast du Vorabi im Dezember? Vorabi im Dezember? Ja doch, kommt hin. War bei mir auch so. Wenn dann Abitur März, April ist, dann hast du erstmal diese 3 Monate Pause. Nicht 3 Monate, eigentlich sind's. Egal. Oh Mann. Ja, Brutalanda wird auch höchstwahrscheinlich ins Uber gehen. Höchstwahrscheinlich. Also ich rechne damit, dass Brutalanda ins Uber wandern wird. Ich habe nämlich zwischendurch paar Videos gesehen. Ich habe auch mal zwischendurch selber Showdown gespielt mit den neuen Uber-Pokémon. Slowbro und Brutalanda. Ach, Leute, das ist... Also mit denen würde ich nicht spaßen. Darf ich meinen Arcane Regi nennen? Natürlich darfst du das. Natürlich. Es bleibt nicht drin. Es bleibt einfach nicht drin. Hallo, Isilra, BB. Alter, es ist Rotom 2.0. Aber danke, hier, Regi-Fan Sammy, das freut mich. Oder einfach nur Sammy. Ich glaube, ich muss Hakan hier mal reinschicken. Beedrill geht definitiv nicht ins Uber. Nein. Beedrill geht nicht ins Uber. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.